Dieses Video wird dir von dem Videospiel Jurassic World Alive präsentiert. Fortsetzungen beeindrucken selten so sehr wie die Originale, aber Jurassic World hat das dennoch irgendwie geschafft. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir die Top 5 Action-Szenen aus Jurassic World Filmen. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste geht es um die spannendsten und atemberaubendsten Szenen aus dem Film Jurassic World von 2015 und dessen Fortsetzung Das gefallene Königreich von 2018. Nummer 5. Die Raptor-Aufklärer. Jurassic World. In der Reihe gab es einige spannende Autoverfolgungsjagden, aber Motorräder? Owen bekommt grünes Licht und führt sein Team aus trainierten Velociraptoren auf der Jagd nach dem Indominus Rex. Gemeinsam rasen sie durch die Nacht im dichten Urwald. Was das Ganze noch cooler macht, ist der Anblick seiner Dino-Alliierten, die scheinbar mühelos durch das Dickicht flitzen, während sie den Indominus Rex aufspüren. Es gibt ein paar Aufnahmen aus der Sicht von Owen und einige Nahaufnahmen, die die Sequenz sehr abwechslungsreich machen. Und die Musik untermalt die gewaltige Aufgabe, die vor ihnen liegt. Allein die Idee für so eine Zusammenarbeit reicht aus, um die meisten Jurassic-Fans aus dem Häuschen zu bringen, selbst wenn man den Zusammenhang kennt. Kein Wunder, dass das im Trailer gezeigt wurde. Nummer 4. Indoraptor auf dem Dach. Jurassic World, das gefallene Königreich. Gleich nach einer spannenden Katz-und-Maus-Jagd durch das Herrenhaus kämpft der gerissene Indoraptor mit Blue. Die Dino-Schlacht geht durch das Schlafzimmer von Macy und endet draußen auf dem Dach. Regen und Blitze verleihen dem ohnehin schon sehr rasanten Showdown die richtige Atmosphäre auf dem fragilen Glas. Die Gefahr wird durch verschiedene Blickwinkel auf Owens verzweifelten Sprung über die zerbrechende Oberfläche hervorgehoben. In der Zeitlupe sieht man dann den Indoraptor hinabstürzen, bis er auf den Hörnern eines Triceratops-Skeletts aufgespießt wird. Die Musik schwillt zu einem triumphalen Höhepunkt, als Blue siegreich von ihrem besiegten Feind springt und stolz brüllt. Spiel, Satz und Sieg. Nummer 3. Pteranodon-Angriff, Jurassic World. Zeit für einen Imbiss, denn niemand ist sicher, als die Pteranodone aus ihrem Gehege ausbrechen. In einer Szene, die Hitchcock stolz machen würde, stürzen die geflügelten Raubtiere fast lautlos auf die verängstigten Gäste herab. In Panik versuchen sich die Leute in den Souvenirläden und unter Sonnenschirmen zu verstecken. Die Straßen werden zum blutigen Gemetzel. Opfer werden weggeschnappt, gebissen und sogar in den Himmel gerissen. Die Brutalität der Klauen und Schnäbel schlägt sich besonders nieder durch die langwierige Tortur von Sarah, der Assistentin. Die verwackelte Kameraführung erweckt den Eindruck einer authentischen Aufnahme eines echten Vorfalls, was den Horror allzu real macht. Nummer 2. Flucht vor dem Vulkan. Jurassic World, das gefallene Königreich. Womit setzt man in einer Dinosaurier-Massenfluchtszene noch einen drauf? Wie wäre es mit einem explodierenden Vulkan? Diese Sequenz ist sicherlich das Herzstück des zweiten Films, das in Trailern und Plakaten gezeigt wurde. Während es Feuer und Schutt über die Insel regnet, fliehen Menschen und Dinosaurier in der Hoffnung, der Zerstörung zu entkommen. Es ist ein beeindruckender Anblick mit einer Vielzahl von bekannten Dinosauriern, an die man sich gewöhnt hat, einschließlich einer zeitlich gut abgepassten T-Rex-Rückkehr. Darüber hinaus übertreffen die Filmemacher das Szenario der Gyrosphäre aus dem vorherigen Film. Claire und Franklin stecken in einer fest und stürzen über eine Klippe hinweg in den Ozean. Die Spannung ist nervenaufreibend, da ihre Zwangslage in einer einzigen langen Aufnahme gezeigt wird. Nummer 1. T-Rex und Blue gegen den Indominus. Jurassic World.
Es ist schwer, eine bessere Action-Szene zu finden als die, die Jurassic World ausmacht. Als der Indominus endlich zur Strecke gebracht wird. In diesem letzten Showdown verbünden sich der legendäre T-Rex und Blue, um ihren gemeinsamen Feind zu vernichten. Das Teamwork in dieser Szene ist unbeschreiblich befriedigend. Die beiden Alliierten unterstützen sich gegenseitig und verbinden die rohe Kraft des T-Rex mit der flinken Beweglichkeit des Velociraptors, um aus allen Richtungen auf ihren Gegner loszugehen. Und in dem Moment, als es den Anschein hat, dass der Indominus doch den Sieg davonträgt, gibt es eine weitere unerwartete Überraschung. Der Mosasaurus gibt ihm den letzten Rest. Und auch wenn man den menschlichen Hauptfiguren die Daumen drückt, beweist dieser Kampf doch, dass die Dinosaurier die wahren Helden dieser Reihe sind. Dieses Video wurde euch von Jurassic World Alive, das Spiel, präsentiert.